So, und damit dann wieder hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Zocker und ich habe schon mal diese Mission hier mit dem Flieger aktiviert. Hab ich ihn? Okay, sehr schön. Ich glaube ja, munitionstechnisch müssten wir jetzt eigentlich alles haben. Das können wir auch mal nachladen. Ich glaube, wir haben den Vorteil noch nicht. Also okay, mir fehlt noch ein Nahkampf-Kill und immer noch 4 Stück damit, aber das ist okay. Wir wollen jetzt erstmal ein Fahrzeug. Das kann doch nicht sein. Alte Scheiße, Mann, ey. Oh, was ist denn das da? Wer seid ihr denn? Die Taufe ist scheiße. So eine Einheimische nervt die Cougars ständig, dass wir ihre Sachen von der Seite zurückholen sollen. Wir können zurzeit niemanden entbehren. Aber wenn du in der Gegend bist, könntest du ja mal zu ihr gehen. Mach ich. Mit 50 Leuten reden. Ja. Haben wir erledigt, würde ich sagen, ne? Gut gemacht haben wir das. Gut gemacht. Ich brauche jetzt bloß ein Auto. Kim hat mich dazu gebracht, Sashimi zu probieren. Ist echt lecker. Okay. Hat sie denn schon genug Kills, dass wir jetzt mal sehen, was sie drauf hat? Nee. Sie hat einen einzigen Kill. Okay. Gut, dann müssen wir sie gleich mal so ein bisschen mehr einsetzen. Wenn wir irgendwo hinstürmen. Ich will natürlich wirklich ihre Fähigkeiten freischalten, ne? Müssen wir noch gucken, was sie so kann. Oder halt eben nicht. Ah, da hinten trinken sie gerade ein. Ja, hoffe ich doch. Wäre schlecht, wenn nicht. Können wir nämlich wieder jemanden retten. Ah, sie schwimmt darüber, das ist nicht gut. Da wird doch jetzt auf sie aufmerksam. Ah, okay, sehr gut gemacht. Gott, die kommen einfach immer weiter. Ah, nicht schlimm, warte. Bleib schön da stehen, ich will noch mit dir reden. Genau, brav machst du das, fein. Ich hab neulich erst von dir gehört. Hast du gehört, dass sie einen Film bei der alten Grimorchen mitdrehen wollen? Das kann nicht sein. Niemand wäre so bescheuert. Ach. Ich weiß ja nicht, es gibt immer solche Leute. Das ist halt das Problem. Wie hab ich das überlebt? Hast du gut gemacht. Jetzt müsstest du eigentlich 3 Kills haben, ne? Ja, sehr schön, dass es funktioniert. Wunderbärchenhaft. Was ist denn die Sache? Warte mal, war da ein Boot oder so? Nee, ne? Ach, Mist. Da müssen wir wohl zu Fuß laufen. So, gucken. Hier vorne ist noch... Achso, das ist wahrscheinlich dann genau diese Markierung, ne? Ich gehe mal von aus. Echt? Okay, was ist das? Mich heimtückisch hinterrücks ermorden, um meine Sachen zu klauen und... dich bei den Leuten zu profilieren, dass du sagen kannst, hey, ich habe den Deputy gekillt. Ah, scheiße, Mann. Das verkackte Flugzeug, ey. Fuck, ey. Hast du? Jetzt geht's los. So, Bea. Sind alle tot. Jetzt kann uns keiner mehr aufhalten. Hey.
Da ist keiner mehr. Ach. Hey, ich will mit dir reden. In diesen Wäldern sind Unmengen von Judges. Okay. Wenn Bo nicht auf. Gib mir Deko! Ist da nur ein Flugzeug? Das gibt's doch nicht. In diesen Wäldern sind Unmengen von Judges. Wenn Bo nicht aufpasst, erwischt sie ihn. Er muss in der Nähe sein. Sehen wir mal nach ihm. Okay, sehr schön, das haben wir. Mary May redet echt viel von dir. Es ist Jagdsaison auf Deputies, wie in den alten Cartoons. Hm. Eden's Gate ist der alte Typ mit der Flinte. Das gefällt mir irgendwie gar nicht. So, sie hat erst 4 Kills. Ah, verdammt! Sag es nicht, sie wollte sich das Auto schnappen. Nee, ist einer von denen. Okay. Dann bin ich glücklich und zufrieden. Und gucke mal hier nach dem Rechten. Wie komme ich jetzt hoch? Na, hier irgendwie. Das hört sich nicht gut an. Ja, mach mal. Ich werde schön mit den Raketen mal verballern. Warte, glaubt man. Ich muss auf das Dach drauf. Wo bist du denn? Da ist es erst. Oh Mann, das dauert schon Ewigkeiten, ne? Doch, da ist es jetzt langsam. Endlich. Ja, ist nicht mitgekommen, ne? Ich verstehe auch nicht, warum. Ich hab dich, warte. Oh, schneller. Wo sind die denn? Yes. So, jetzt hoffen wir, dass alles glatt geht. Okay, das habe ich deaktiviert eigentlich, aber okay. Egal. Oh, schnell rein. Oh, hab ihn. Okay. Ich sehe gerade gar keinen. Wo denn? Ich rücke vor. Hab ihn, okay. Kommt ja einer hoch? Mach das, ja bitte. Kein Medkit mehr. Wo zur Hölle? Es kommt Verstärkung aus dem Umland im Norden. Verdammt.
fuck. Hab dich. Ist doch nicht gut. Kannst du den bitte platt machen? Etwas schneller? Ja, wo ist er denn? Wo ist er denn, hä? Wo bin ich? Wo bin ich? Find mich! Wirst du das? Oh Mann, diese schlimmen Schimpfwörter. Hab ich? Ja, mach schon los. Ist deiner. Der ist nur für dich. Yes. Saugut, ey. Hast du fein gemacht. Und wieder ein Gebiet mehr befreit, ne? Also schon von Vorteil für uns. Sehr geil. Ich glaube, die erste Region wird bald uns gehören. Also, rein theoretisch haben wir hier schon so viele Punkte erobert, dass uns eine gewisse Region schon gehört, beziehungsweise sie befriedet ist, ne? Oh Mann, ey. Deputy, du hattest einen Spaß. Ja. Aber alle Sünder müssen beichten. Das ist der Wille des Vaters. Meine Männer suchen nach dir. Hey, genau da. Wir sehen uns bald. Ist okay. Passt da draußen. Okay. Lieber Bruder Joseph, wie versprochen, ist Fort Angeles von uns besetzt. Ich habe die drei großen Stützen der Gemeinde ins Visier genommen. Mary May, Pastor Jerome und Nick Rye. Und nachdem wir sie mit ihren Sünden gezeichnet hatten, pflanzte ich einen Samen des Zweifels in die Bewohner. Ich zwang jeden von ihnen in Frage zu stellen, woran er oder sie wirklich glaubt, zu hinterfragen, auf welcher Seite er oder sie kämpfen sollte. Es gab Blutvergießen, aber wenn meine Konvertierten nicht gewesen wären, wäre es noch viel schlimmer gekommen. Jene, die wir gerettet haben, wurden Teil unserer Herde. Jene, die gekämpft haben, sind tot. Und jene Sünder, die geflohen sind, werden sie fangen. Das ist auch ein Versprechen. Dein Bruder John. Naja. Beim letzten Mal hast du es gerade noch geschafft. Aber unterschätzt diesen Mistkerl bloß nicht. Dutch out. Schon wieder. So viel Buße, so viele Beichten. Wie geht's, Lady? So viel, was du für mich und ihn ins Geld getan hast. Doch es ist nicht genug. Oder John? Trenn dich von deiner Vergangenheit. Du musst dein Herz öffnen. Du musst erkennen, dass um dich herum so viel mehr Liebe ist. Auf dem Gesicht werden uns alle schmerzen. Das Leid, das du verbreitest, nicht mehr helfen. Sie wird stärker werden. Sie wird dich zu Bösartigem antreiben. Jetzt geht's los! Auch die, denen du zu tiefen Narben zufügst, werden handeln. Sie werden zu Trägern deiner Sünde. Sie werden andere damit anstecken. Ich habe deinen Tod in einer Vision gesehen. Du bist dazu ausersehen. Okay. Sehen. Was war das? Ich habe dich alt sterben sehen. Der Unterschied zwischen beiden Ausgängen liegt darin, wie viel Liebe du in dein Herz lässt. Okay. Bis zu spät ist. Ich will dich in dem Paradies, auf das wir uns vorbereiten, alt werden sehen. Ich liebe dich, Bruder. Ich liebe dich. Schon so ein bisschen creepy, ne? Freaks, ey. Ich sag doch immer wieder. So. Hier kann man nicht überall rein. Macht doch Sinn. Warum auch? So, wir gucken hier nochmal so ein bisschen. Ach, hier ist ein Flugzeug. Hey, was haben wir hier? Ah, nichts Besonderes.
da? Ach, da kann ich Flugzeuge dann kaufen, oder was? Ah, ja. Auch nicht verkehrt. Nun ja, dann soll es das für heute gewesen sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Euer Mr. Zocker.